Wir spielen Walking Dead. Leider nicht live und leider nicht Season 2. Aber was anderes, und zwar Walking Dead Michonne. Gibt's nur 3 Folgen. Ist aber eine super tolle, sehr kleine Miniserie. Super spannend und auch mitreißend, wie alle Telltale Games. Und wer Michonne nicht kennt, sie ist in den Comics sozusagen die Badass Lady. Und in der Serie natürlich auch. Ich habe das jetzt hier aufgenommen, weil ich dachte, oh nein, die armen Leute, mittwochs ist doch Walking Dead Tag. Und sie ist in London, sie hat jetzt sehr viel Spaß und wir sitzen hier. Wahrscheinlich schaut ihr andere coole Sachen wie Rocket Beans TV oder irgendjemand cooles Stream wie Looney oder Jackie oder Sarah oder Phil oder wer auch immer. Aber ich dachte mir, ich lasse euch trotzdem nicht alleine ohne Walking Dead. Und ein paar Leute haben am Anfang auch sich gewünscht, dass wir vielleicht Michonne spielen. Und dann dachte ich, spiele ich das mal offline, vielleicht 20, 25 Minuten erst mal am Anfang und dann seid ihr nicht doch ohne Walking Dead Mittwochs. Okay, fangen wir mal an. Folge neu starten. Ich starte die komplett neu, die Folge. Weil ich habe es hier schon gespielt, als rausgekommen ist natürlich. Simon hat es gespielt, wir haben es alle gesehen, aber ich dachte, ich spiele es nochmal. Und mal gucken. Ich werde mich wahrscheinlich genauso entscheiden wie letztes Mal, aber wer weiß. Wer weiß. Okay, das lädt sehr lange. Wahrscheinlich muss es rewriten. Das Überschreiben ist dauert zu lange. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. So wie immer bei Telltale natürlich. Just two that I can never forget. I thought I was done with them. But they're not done with me. Oh je, Flashback, Albtraum. Also ihr seht, wir treffen auf eine Michonne, die immer noch mit ihrer Vergangenheit nicht abgeschlossen hat. Sie ist traumatisiert, denn sie hatte 2 Töchter. Sie hat sie nie wieder gesehen. Also die, die Comics gelesen haben, die wissen das. In der TV-Serie war das ein bisschen anders, da hatte Michonne nur ein Baby. Den kann ich nicht erinnern. Ist jetzt kein Spoiler, ist nur ein bisschen Background-Information. Das ist jetzt wirklich nicht was Großes. Also, ihr müsst nur wissen, dass sie immer noch. Sie sieht immer noch ihre Kinder, sie ist immer noch von der Vergangenheit wirklich nicht freigelassen, sie wird immer noch verfolgt. Und ich finde das sehr realistisch, weil eine Zombie-Apokalypse, ganz ehrlich. Wow. Ja, auch sehr viel Blut, wie immer. In Telltale hat sich nichts geändert. Ich finde das sehr realistisch, weil sowas steckt man einfach nicht weg. Sowas. Nicht jeder ist ein Bad, super Bad ist, wie Daryl oder Rick. Oh. Das macht echt Spaß, sie zu spielen. Mit ihrem super coolen Katana. Nein, ah, ich hab's.
Sie ist schon eine kleine Kampfmaschine. Ich glaube, wäre sie keine kleine Kampfmaschine, dann wäre sie schon längst tot. Weil die ganzen Halluzinationen, die sie verfolgen, das normalerweise würde sie schon längst gebissen werden. Also ich wäre, wenn ich jetzt halt sowas sehen würde, dann würde ich gebissen werden wollen oder aufgefressen werden sein und dann wäre es Ende. Nicht schon eine Hammer-Lady. Den schnappen wir uns jetzt. Da ist jetzt schon goriger als Season 1 und The Walking Dead zusammen, schätze ich mal. Ist leider so. Ah ja, klar. Denen ist Feuer egal. Solange das Gehirn nicht zerstört wird, die krabbeln und kriechen weiter. Oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Gut, dass man nicht alles gesehen hat. Oh nein, was macht sie denn jetzt? Ich muss es laden, auch wenn ich nicht will. Bitte kein russisches Roulette oder so. Oh nein. Nein, lass los, natürlich nicht. Ah gut, wir haben ja noch einen Freund, der uns hilft. Da haben wir ihn kennengelernt zum ersten Mal. Oder wir kennen schon mal, ich weiß nicht mehr so genau. Oh, guckt euch das Intro an. Ich sag jetzt nichts mehr. Es ist der Hammer. Wundervoll. Einfach nur badass episch. Geil, Leute. Ist das nicht geil? Richtig cool. Episode 1. So tief drin. Man steckt immer irgendwo so tief drin, stimmt's? Drei Wochen später. Ja, genau. Da haben wir den zum ersten Mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Sei gegrüßt. Die anderen natürlich auch. Aber Vanessa!
The shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Vanessa. You holding up okay? Don't worry about it. Not the easiest to read. Es ging mir schon mal besser. Slow. You're not gonna recover overnight. These things take time. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Zumindest muss ich ablenken. Das hilft echt bei vielen Dingen. Ah, wir sind auf einem Schiff. I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. No. It's oft so. It just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Ich werde positiv versuchen zu bleiben. You're right. Maybe we can pass by again on our way back. Eigentlich müsste ich die Mission True to Herself spielen und nicht viel reden, aber ich spiele sie, wie ich bin. It, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I hear static. Ich auch nur. It's more than just static. Ich höre nix. Faintly. Michonne? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I'm going to... best mom! Pink ist das geil! Ja, in der Zombie-Apokalypse kann man nicht wählerisch sein, was die Tassenauswahl betrifft. World best mom. She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's somewhere. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Vanessa, bitte melde dich. Vanessa, sag, du bist okay. Ich mach mir Sorgen. All we'll find out there is trouble. I mean it. All right. So let's help her. Ich bin immer dafür, Leute zu helfen. Ja. Ich komm mit. Pete wird sich das merken. Ach, Pete heißt ja, genau. Not Berto, not Sadiq. Berto und Sadiq. Oh, also noch drei weitere Leute haben hier in unserem Team. Sehr schön. Okay. Ich drehe mal ein bisschen rum und guck mal, ob ich irgendwas höre. Achso, das ist jetzt grün, das ist bestimmt gut. Und dann nehme ich das mal. Oh, ich höre was. Cool. Are you in danger? Also die Frage. Are you in danger? Anything? I heard her. Barely. I knew it. This is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is this? Oh, was ist los? Wo sind wir umgekendert oder was ist los? Hat uns ein Wal angegriffen. Kennt ihr noch den Wal von der Lago von Resident 4? Nein, das ist ja nicht. Keine Sorge. Das wäre nicht schön. Was ist da los? Genau jetzt. Es ist ja so ein... So ein, ist natürlich klar. Gerade jetzt, wo Funkprogramm passiert sowas. Oh, ich wollte ihn rennen. Ich hab's geschafft. Ich bin eine harte Frau. Ich krieg das hin. Guckt euch meine Arme an, wie durchtrainiert sie ist. Hammer sieht sie aus. You
Ich finde auch die Schauspielerin, die Danai Gurira, die in der Serie spielt, die hat eine hammerathletische Figur. Die sieht so toll aus. Richtig toll. Da haben sie echt gut gecastet. Die kann schauspielen und sieht aus wie Michonne. Mehr braucht man nicht. Erstmal beruhigen. Das ist das Wichtigste. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oh, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Michonne. What exactly did she say? She sounded young and scared. Mm-hmm. Hörte sich wirklich jung an. Michonne, show these. See if we can figure out where we get stuck. Just see if we're coasting. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Okay, um uns umzusehen. Was ist das denn hier? Ferne gucken. Seems pretty quiet. Gott sei Dank, ist immer besser, als wenn da, weiß ich nicht, Zombies hier hochklettern wollen. Oder so. Taschenlampe verwenden. Ah, Taschenlampe. Taschenlampe. Ich will nicht wissen, was da unten noch ist. Oh nein, müssen wir tauchen? Tauch- und Schwimm-Action in der Zombie-Apokalypse gefällt mir gar nicht. Die laufen doch andauernd im Wasser, die schwimmen entweder im Wasser oder die laufen im Meeresgrund hinab. Hin und her, hin und her. Und irgendwann erwischen sie einen und ziehen einen runter. Ich habe da keine Lust drauf. Kenn ich. Ich auch nicht, mein Freund, ich auch nicht. You have no idea how bad it can get. Yeah. You've seen worse. The rest of us are just living cushy fucking lives like we haven't been through. Ich würde mal behaupten, ich habe sehr, sehr viele schlimme Sachen gesehen. Just saying. Ja, ich hätte vielleicht was anderes sagen müssen. Naja. Ich bin halt Michonne. Ich bin halt nicht so gut mit Menschen. Auf einmal ist der da oben. Was war das denn? Okay. Fernglas verwenden. Gute Idee. Ferngläser sind gut. Ah. Oh. Altes Schiff? Ist da jemand? Eine alte Fähre. Ersatzteile, ja, vielleicht gibt es da Dosen oder so. Dosenfutter, Bötchen, die wir essen können. Steuerrad untersuchen vielleicht. Yeah, I know. Working. Okay, was mache ich jetzt? Mit Berto oder wie er heißt reden? Nee, Berto hieß er. Den Segel helfen, warum nicht? Den sind wir vielleicht schneller sind wir seetauglich, wenn ich ihm helfe. Stand by what I said. Pete isn't cautious enough. He's just an optimist. You call it what you like. Das brauchen wir auf jeden Fall. Jemand, der optimistisch ist. Look where we are. You think this is an accident? Wind. You're saying this is a trap. People do anything to survive. Das stimmt. To get their hands on a boat. Hat er recht. Oh, you think you've got it all figured out, don't you? Thanks. We can do. Eine Pflanze. Süß. Ah, klar. Früchte, Tomaten, Gemüse, Gurken. Cool. Ja, das ist gut. Das kann man ja schließlich auch auf dem Schiff verpflanzen. Warum nicht?
echt super. Schauen wir mal hier nochmal. Bäumchen, Wasser, Himmel. Keine Walker oder irgendwelche böse Menschen weit und breit zu sehen. Das ist mein kleiner Erfolg, würde ich sagen. Okay, jetzt kann ich noch was mit Pete labern? Unsere Freundschaft ein bisschen stärken oder so? Genau, die Fairy. Aha, die sieht aber so alt und kaputt aus. Ganz ehrlich. Oh, wir brauchen Ersatzteile. Oh je. Best option we got. Look, I just want to get out of here. Whatever helps you do that, I'm on board. I'm on board. We can find him. It's worth a shot. Yeah. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Mein Buschmesser, denn ich habe im Moment kein Katana. You wish. Bettstein, ja, ein bisschen schön scharf machen das Teil. Die nutzen sich so schnell ab, diese Messer und Schwerter. Leider ist das so. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Okay, es müsste reichen. Es reicht, um Zombie-Schädel einzuschlagen. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Ja, versuchen wir es. Wird eh nicht funktionieren. Ist halt so Walking Dead, aber wir versuchen es. Es sowas funktioniert nie ohne irgendwelche Zwischenfälle. Irgendwas passiert immer. Sonst wäre es ja langweilig. Wenn jeder rational und sicher denken würde, dann könnten wir dir die ganze Zeit ja beim Fischen zusehen. So ist es nun mal. Es muss was passieren, sonst ist es langweilig. So, Leute, wir nähern uns wieder dem Ende zu. Ich mache jetzt hier gleich Pause, Schluss. Speichern, speichern, genau. Und, ja, wenn euch das gefallen hat, spiele ich das weiter offline oder ich spiele es mal online. Mal gucken, im Stream. Ich habe ja nicht so viel Zeit und ihr habt ja auch nicht so viel Zeit, aber wir gucken mal. Ihr könnt euch das dann angucken, wann ihr wollt. Ich sag mal danke fürs Zusehen und bye. Ciao, Leute.